Hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe User von MFS Fußballtraining TV. Willkommen zu unserem zweiten Blog, zu unserem zweiten Videoblog. Ich habe mir heute den David Niedermeyer eingeladen. Servus David, hallo. Schön, dass du da bist. Geschäftsführender Partner von der Münchner Fußballschule. Wir wollen uns heute ein neues Thema annehmen, und zwar den Bundesligen im U-Bereich, also U19, U17 und der Reform, die der DFB da jetzt gerade anstrebt. Und wir haben uns dazu einen Artikel angeschaut vom Kicker. Ich darf einfach mal ganz kurz die ersten zwei Sätze vorlesen. Und zwar schreibt der Kicker: Immer weniger deutsche Talente drängen in die Bundesliga. Schlechte Ergebnisse von U-Nationalteams machten die schon länger schwelende Nachwuchskrise zuletzt deutlich sichtbar. Ja, David, was sagst du dazu? Kannst du vielleicht mal was dazu sagen? Wie siehst du den deutschen Nachwuchsfußball gerade im Leistungsbereich im Moment? Also es ist ja schon relativ lange her, dass wir die ganze Arbeit so ein bisschen kritisiert haben, was gerade jetzt in NLZs und den höheren Bereichen stattfindet, weil wir immer gesagt haben, es ist einfach zu leistungsorientiert. Das heißt, die Spielweise ist auch nur darauf ausgelegt, dieses Spiel zu gewinnen. Und demnach ist sehr viel langer Ball, zweiter Ball, relativ wenig Kreativität erlaubt. Es muss also praktisch alles sehr schnell gespielt werden. Das ist sehr taktisch lastig. Der Mehmet Scholl hat ja dazu auch schon mal seine Kommentare abgegeben. Das heißt, das Spiel ist einfach zu strukturiert und zu straight aufs Tor ausgerichtet. Es ist kein Platz für Kreativität und Individualismus. Und daher kommen jetzt diese Probleme natürlich. Also würdest du dem zustimmen, dass wir ein ernsthaftes Problem haben im Nachwuchsfußball, vor allem im Leistungsbereich, wenn es darum geht, Talente auszubilden für Bundesliga, Nationalmannschaft, Champions League? Genau, also ich glaube, dass wir einen großen Pool an Talenten immer noch haben. Das sieht man ja tagtäglich auf den Plätzen auch. Also da laufen tolle Jungs rum, bloß wir haben diese Masse an guten Spielern eben nicht richtig ausgebildet. In der Ausbildung dann. Ganz genau, also die Ausbildung ist das große Problem. Und man kann ja sagen, dass die Trainer natürlich an sich auch sozusagen, man redet ja dann von den Laptop-Trainern, die Trainer versucht haben ja auch in die Bundesliga zu kommen. Und deswegen schaut eben jeder Trainer in seinem Bereich eigentlich nur darauf, dass er das Spiel gewinnt. Also wir haben es ja, du warst ja bei Augsburg und ich bei Bayern auch, tagtäglich gesehen. Richtig. Alle sprechen von Ausbildung, aber wenn es dann um das Spiel tatsächlich im Turnier geht, dann geht es eigentlich nur darum, es zu gewinnen. Ja. Und dann werden sogar in der Halle die Bälle lang gespielt an die Bande und auf den zweiten Ball gegangen. Also es hat mit Fußballspielen eben nichts mehr zu tun. Es ist Fußball gewinnen. Und wenn die Trainer sozusagen nur daran gewertet werden, dann ist es ja klar, dass die Trainer auch die Spieler instrumentalisieren, um zu gewinnen. Das heißt, es geht nur um den Erfolg des Trainers und nicht um den Erfolg sozusagen der Spieler. Ja. Das setzt sich eben durch. Und da ist das Problem in der Bewertung. Praktisch die Leute, die die Trainer bewerten, das ist das Problem. Okay, du bist jetzt da schon sehr tief eingestiegen im Prinzip. Wir schauen uns einfach mal an, was jetzt die Pläne sind, was die Pläne vom DFB sind, um dieses Problem zu lösen. Und dann kannst du vielleicht einfach mal was dazu sagen, ob du die Analyse für richtig hältst und die Pläne, die dann die Maßnahmen dann auch für sinnvoll erachtest. Und zwar vielleicht, dass wir ganz kurz mal so einen groben Überblick haben. Das wissen wahrscheinlich die meisten, aber in der U19, in der U17 gibt es eben diese Bundesligen, unterteilt in drei Staffeln, drei verschiedene Bundesligen jeweils, eingeteilt nach Region in Deutschland. Und es werden dann, der Meister wird ausgespielt, die drei Meister der jeweiligen Liga und ich glaube der zweite aus der Liga, wo der letztjährige Meister herkam, die spielen dann so ein Finale, Final Four, und die letzten drei steigen ab. So ist quasi das vorher geregelt gewesen und das will der DFB jetzt eben ändern. Sie wollen diese Ligen abschaffen, die Mannschaften der NLZs, der Nachwuchsleistungszentren, aus den Ligen komplett rausnehmen und sogenannte Entwicklungsspiele dann bestreiten, wo dann die Vereine nicht mehr absteigen können, wo sie dann quasi beim Punktspiel eben nicht mehr der Fokus darauf ist, ich muss unbedingt gewinnen, sondern ich kann eben auf die Ausbildung der Spieler eingehen und ich kann dadurch die individuelle Entwicklung der Spieler fördern und muss nicht immer, wie du gesagt hast, halt dem Wettbewerb geschuldet versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und deshalb eventuell auch mit Mitteln, die zwar legitim sind, aber die der Ausbildung halt dann entgegenstehen. Ja. Das ist so jetzt der Plan. Wir können den zweiten Teil dann nochmal kurz anschauen. Da heißt es dann eben, dass vermieden werden soll, dass zum Beispiel in der U15 dann Spieler 400 Kilometer irgendwo zu einem Auswärtsspiel fahren, 2x35 Minuten im Worst Case auf der Bank sitzen und gar keine Spielzeit bekommen, was natürlich ganz offensichtlich für die Ausbildung katastrophal ist der einzelnen Spieler. Das soll so geregelt werden, dass die Spielzeit in Drittel aufgeteilt wird, wie sie übrigens in der U13 und U14 schon ist, da haben wir schon diese Förderligen.
aber das soll eben auch bis zu 19 dann so sein. Und dass zum Beispiel dann jeder Spieler mindestens ein Drittel spielen muss. Also dass jeder Spieler diese Mindestspielzeit bekommt. Und zum Beispiel, dass auch in Absprache mit dem Gegner ein U15-Talent, das eventuell retardiert ist, das ein bisschen körperlich noch unterlegen ist, aber technisch sehr, sehr gut, dass das dann in der U14 zum Beispiel spielen darf. In Rücksprache mit dem Gegner dann zum Beispiel. Wenn die beiden Mannschaften gleichzeitig spielen, U15 und U14, dann kann der Spieler in der U14 spielen, weil er da eben diese körperliche Unterlegenheit nicht mehr so gegeben ins Gewicht fällt. Ja. Genau, das sind so die Pläne. Sag was dazu, wie siehst du das? Genau, all diese Punkte findet man in unserem Buch, das wir ja herausgegeben haben, mit einfach besser Fußballspielen. Das ist schon vor relativ langer Zeit, also das ist ja viel, was unsere Meinung in der Fußballschule auch widerspiegelt. Wann haben wir das schon gesagt? Ich denke schon vor 10 Jahren. Es ist schon klar, dass das hier in die falsche Richtung geht. Ich halte alle diese Punkte für absolut sinnvoll. Es macht eben keinen Sinn, dass junge Talente eben sehr weit fahren, sondern dass man eben versucht, lieber mit einem regionalen Verein, der in der Nähe ist, eben lange Spielzeiten zu vereinbaren. Und zu sagen, wir spielen jetzt 2 Stunden am Stück oder 3 Stunden am Stück und alle kommen gleichmäßig sozusagen zum Einsatz, sodass wir alle Talente fördern können, eben auch die Retardierten, die eben sonst in diesem Leistungsgefüge völlig untergehen. Ja. Also das ist ein super Punkt. Das zweite ist, dass wir eben diesen maximalen Erfolgsdruck rausnehmen, indem wir eben nicht mehr im Ligabetrieb sind. Das finde ich auch. Also alle Punkte, die hier aufgeführt werden, sind schon mal, gehen in die richtige Richtung. Was mir fehlt, ist, dass der entscheidende Ansatz ist. Kann ich da mal noch ganz kurz reingrätschen? Weil du sagst, dass dieser Leistungsdruck rausfällt. Jetzt könnte man sagen, die Spieler sollen ja für die Bundesliga ausgebildet werden und da haben sie natürlich maximalen Leistungsdruck. Ja. Macht es dann nicht Sinn, ihnen schon in diesem Alter, vielleicht nicht in der U14, aber schon in der U17, U19, da brauchen sie doch den Druck, um sich dann weiterentwickeln zu können? Also man muss ganz klar unterscheiden zwischen Herren, Erwachsenen im Fußball, der ganz klar erfolgsorientiert ist, da geht es ums Geld, da geht es um den Erfolg und wir haben einen Ausbildungsfußball. Und der Ausbildungsfußball muss erstmal meiner Meinung nach frei von Leistungsdruck sein, damit die Spieler wirklich auch in engen, schwierigen Situationen vor dem eigenen Tor im Spielaufbau dann wirklich auch das Risiko gehen, das technisch zu lösen und nicht immer den langen Ball zu schlagen. Das heißt, da haben wir den Ausbildungsfußball und ich bin eh der Meinung, je früher wir damit beginnen, die Spieler das alles technisch lösen zu lassen, das auch in der ganzen Masse machen, über ganz Deutschland hinweg, bekommen wir technisch so gute Fußballer, dass das zum völlig normalen Ton gehört, dass man es spielerisch löst. Mhm. Und später dann in der U19, U20, in der U17 und U19 wird das auch unter Druck schon stattfinden. Das wird auch funktionieren. Ja, deswegen sehe ich nicht das Problem, dass man jetzt einen U17- und U19-Jährigen so krass unter Druck setzen muss, weil er dann sozusagen lernt, mit dem Druck besser umzugehen. Sondern ich glaube, jemand, der herausragend ausgebildet ist, der technisch zu allem in der Lage ist und ein gutes Gefühl für das technisch-taktische in einem Spiel auch hat, dem kann ich später jeden Druck aussetzen. Der wird dort nicht scheitern. Deswegen glaube ich nicht, dass man in der U17 oder U19 diesen maximalen Leistungsdruck braucht, wo es dann wirklich um Punkte geht und sowas, braucht man nicht zwingend. Wo Druck immer herrschen sollte, und das ist ja etwas, was die Leute falsch verstehen, ist, Druck sollte nicht auf dem Spielfeld bestehen, im Sinne von, du darfst nicht dribbeln, du darfst nicht aufs Tor schießen, du darfst nicht, sondern da muss es komplette Freiheiten geben, aber der tatsächliche Druck muss sein, strengst du dich an, bist du pünktlich im Training, also alles, was disziplinarisch das Team betrifft, auch verhältst du dich wie ein Teamplayer. Dort muss man absolut streng sein im Sinne des Leistungsdrucks. Ja. Ja, wer nicht bereit ist, sich zu quälen, hat da nichts verloren. Sondern das ist eine Grundvoraussetzung, wenn ich in einem Bundesliga-Verein oder irgendwas spiele, dass ich mich anstrenge. Deswegen sollte man darüber, müssen wir eigentlich gar nicht sprechen, sondern wir müssen eigentlich nur über Inhalte sprechen. Ja, deswegen. Okay. Glaube ich, wenn man gut ausgebildet ist, kann man jemanden voll unter Druck setzen. Also dieses Beispiel, wenn ich würde niemals einen Lehrling, einen Malerlehrling, eine Villa weißeln lassen. Das geht in die Hose. Sondern der bindet halt erstmal die Leisten ab und lernt alles Stück für Stück. Und wenn er alles kann, ist seine Ausbildung abgeschlossen, dann lasse ich ihn mal eine Wand von der Villa weißeln und wenn es gut geht, eine ganze Villa. Okay, ja. Ein Punkt, der dem dann nämlich ein bisschen widerspricht, ist, dass sie vorhaben, zusätzlich zu diesen Entwicklungsspielen, die dann außerhalb vom Ligabetrieb sind, sogenannte Entwicklungsturniere zu veranstalten. Und in diesen Turnieren, die dann in regelmäßigen Abständen stattfinden sollen, in Deutschland verteilt,
soll dann eben am Jahresende ein deutscher Meister ermittelt werden, ja. Genau. Was sagst du dazu? Das widerspricht dem doch ein das bisschen. Das ist eigentlich genau das, was ich vorher gesagt habe, ist, dass all diese Punkte in die richtige Richtung abzielen und auch diese Lernatmosphäre, so wie ich es nenne, auch schaffen können. Aber das Entscheidende ist, wir Menschen, wir ticken immer in Anreizsystemen. So, ja. Und wenn ich jetzt aber wieder hergehe und ein Anreizsystem dann doch wieder einführe, indem ich eben doch Titel. Deutscher Meister werden kann, werden alle Trainer alle anderen Spiele so anlegen, dass sie eben dort mitspielen können dann am Ende und am Ende dann doch wieder erfolgreich sind. Mhm. So, das heißt, man bereitet dann eben in den Freundschaftsspielen eben eigentlich schon das vor, was man dann in der deutschen Meisterschaft eben abrufen möchte. Und deswegen, was ich sage, ist, dass der zentrale Punkt, um wirklich Veränderungen zu schaffen, ist, wir müssen die Leute, die die Trainer bewerten in den Vereinen, ob das Bayern, Dortmund, egal wer das ist, derjenige, der den Jugendtrainer bewertet und dafür zuständig ist, ob der Trainer nach oben aufsteigt oder mehr Geld verdient oder was auch immer, Entwicklungsschritte vor sich nimmt, das ist die entscheidende Person. Und diese Person muss praktisch die B-Note bewerten und nicht die A-Note. Die A-Note ist, gewinne ich 1-0 oder 2-0 oder wie geht das Spiel aus? Die B-Note ist, wie schafft er es, die Spieler und das Team weiterzuentwickeln? Entwickeln sich die Spieler weiter? Können die, wie bei uns in der Fußballschule zum Beispiel, können die Flugbälle, können die Flatterbälle, können die Spannbälle, können die Druckpässe, können die geschwungene Bälle, können die Schuss finden, Sohlen wenden? Lernen die das und schafft es der Trainer auf dem Spielfeld eine Lernatmosphäre zu schaffen? Im Sinne von, machen die Spielaufbau, versuchen die Drucksituationen kreativ zu lösen, darf der Spieler ins 1 gegen 1 gehen? Das heißt, wir müssten meiner Meinung nach in die Zertifizierung die B-Note nach oben stellen. Das heißt, Zertifizierung, kannst du das kurz erklären? Genau, jeder Bundesliga-Verein muss sich einer Zertifizierung unterziehen. Die wird, glaube ich, bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube von der DFL irgendwie gesteuert. Ja. Und wenn man halt so und so viele Fußballlehrer hat und einen Techniktrainer und man hat einen Psychologen und man hat genügend Plätze und man hat Internat und sowas, dann wird man eben bewertet. Mhm. Und je professioneller man arbeitet, desto mehr kommt man an Fördergelder auch dran. Das ist so ein Sternesystem. Genau, so ein Sternesystem. Drei Sterne. Genau, mit 3 Sternen bekommt man dann 1 Million Zuschuss oder so. Ich festnage, ich weiß nicht genau, wie hoch das ist. Und hier haben wir eben die Anreizprobleme. Das heißt, man sagt ja immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja? Ein Trainerbewerter die Trainer sozusagen nicht nach ihren Soft Skills bewertet, sondern nur nach dem Ergebnis, dann braucht es sich nicht wundern, dass die Trainer genau das forcieren werden. Das heißt, die instrumentalisieren die Kinder, um Erfolg zu haben. Und wir müssen es umkehren. Das heißt, der Trainer, der am besten ausbildet, wo man den besten Fortschritt der Spieler sehen kann, der muss am bestmöglich bewertet werden und der muss die Chance des Aufstiegs haben. So, und das muss meiner Meinung nach in die Zertifizierung, sonst wird das nicht stattfinden. Würdest du sagen, weil, also die am Ergebnis zu messen ist ja relativ einfach, weil ich habe klare Kriterien, der gewinnt 80% seiner Spiele, das ist ein guter Trainer, ist relativ einfach. Ja. Wenn ich jetzt eine Bewertung anhand der, wie du es genannt hast, B-Note machen möchte, also wie gut sind die Spieler ausgebildet, kannst du da auch klare Kriterien schaffen? Ja. Weil das klingt da erstmal schon ein bisschen schwammig, so wie gut sind die ausgebildet, was gehört da dazu, was würdest du sagen, was sind so die, vielleicht mal die 5 Basic-Dinge, die da, wo du sagen würdest, das sind Dinge, die gehören da auf jeden Fall dazu, wo man klare Kriterien hat, das muss der dann können. Also ich glaube, man müsste sogar für den Jugendbereich die Spielphasen vorgeben. Ja, das heißt, beginnt eine Mannschaft, die Abschluss hat, beginnt sie mit dem Spielaufbau oder schlägt sie weg. Ja, das ist Nummer 1 der Spielphasen. Nummer 2 ist, versucht sie sich auch im letzten Drittel kreativ durchzudribbeln. Das heißt, mit 1 gegen 1 Situationen mitfinden, sieht man, dass die Spieler kreativ sind und dass der Raum auch gelassen wird für Kreativität. Was passiert, wenn wir den Ball verlieren? Weil das sind ja Elemente, die auch wichtig sind für den Fußball. Wir dürfen nicht nur mit Ball angreifen, sondern müssen auch verteidigen können. Das heißt, wenn wir den Ball verlieren, ist dann ein Gegenpressing erkennbar. Ja, und was passiert nach dem Gegenpressing, wenn sie den Ball erobern? Schaut der Spieler, geht es nach vorne, dann konnte ich. Oder geht es nach vorne nicht, dann öffne ich wieder das Spiel und gehe wieder ins Spiel. Also gerade die Spielphasen müssen ganz deutlich erkennbar sein. Dann brauchen wir die Kreativität der Spieler. Das heißt, werden dort Finten angewendet? Ja, das ist ja etwas, was wir in der Fußballschule klar definieren. Wir kennen unsere 30, 40 Finden, die wir im Spiel haben und das wird von dem Trainer eingefordert. Worauf wir reduziert werden, aber genau das führt ja dazu, dass es eine technische Kreativität gibt und eine technische Finesse bei den Spielern. Ja, dann glaube ich, dass ein großer Punkt die Lernatmosphäre sein muss.
wie redet der Trainer mit den Spielern? Werden dann nur Plattitüden reingeworfen, wie streng dich mal an und bla bla bla? Oder macht er den Kindern Vorschläge? Korrigiert er sie gleich, wenn sie Fehler machen? Ist das positiv oder negativ? Genau, ist er positiv oder negativ? Wird ein Spieler ausgewechselt für seine Fehler? Wird ein Druck ausgeübt von draußen, dass der Spieler eben dann doch die einfachste Drucklösung sucht, indem man den Ball einfach wegtrischt? Wird es dann auch sanktioniert oder wird es dann auch sozusagen angesprochen, dass es eben nicht passiert? Mhm. Genau diese Elemente, da müsste man eben einen Katalog anlegen, da müsste man auch nochmal genau drüber nachdenken, wie man das dann in so einem Rahmen macht. Und diese Themen gehören dann eben bewertet. Ja? Lässt der Trainer auch wirklich alle Spieler zu gleichen Teilen spielen zum Beispiel? Ja? Wird die Spielzeit möglichst groß angelegt, ja? Dass man sich eben nicht trifft auf eine Stunde Fußball spielen zwischen Bayern und Stuttgart. Jeder fährt, keine Ahnung, die eine Gruppe fährt halt da 2 Stunden durch die Gegend. Ja, ja. Oder steht es in Relation? Ja? Und wenn man das mal sich anschaut, dann haben wir genau das in der Fußballschule. Ja, die Partner oben entscheiden sozusagen, wie das gespielt werden soll. Und wir schauen das auf unseren Spielfeldern, dass wir Fußball spielen. Dann heißt natürlich immer, ja, die Fußballschule, die spielt toll Fußball, aber die gewinnt nicht. Ja? Aber ja, unsere Spieler werden halt top ausgebildet und werden extrem nachgefragt von den NLZs. Und wenn sie in die NLZs reinkommen, wird ihnen genau diese Fähigkeit wird ihnen wieder weggenommen. Ja. Sie sollen geradlinig und schnell Fußball spielen. Und dann ist von dem, was sie eigentlich mal besonders gemacht haben, ist weg. Und das ist unser Problem. Also interessant finde ich jetzt auch einen Aspekt, den du genannt hast, weil das ist ja, was uns oft vorgeworfen wird, was ich gerade gesagt habe, dieses, ihr macht nur Tricks, es geht nur auf Tricks, es sind Zirkusnummern. Genau. Das ist eben, was du gerade gesagt hast, Gegenpressing, Konter, weil das sind Dinge, wo ich behaupten würde, wo wir in Fußball-Deutschland relativ gut sind, im Pressing, im Konterspielen, zweite Bälle etc. Ja. Aber wie du es gerade gesagt hast, das ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie und der Philosophie, wie du Fußballausbildung oder Jugendausbildung siehst. Ja, genau. Also wir sind da schon ganzheitlich, wie wir unbedingt unsere Ausbildung sehen. Das gehört zum Spiel. Wir müssen ganzheitlich ausbilden. Das Kontern, das Gegenpressing, der Spielaufbau, das gehört alles zusammen. Bloß ich muss in jungen Jahren, da wo sie sich technisch entwickeln können, wenn sie älter sind, lernen sie das nicht mehr, muss ich mit dem Spielaufbau beginnen, weil es das Schwerste ist. Unter Druck sozusagen das Spiel technisch zu lösen. Das ist, glaube ich, eine der schwersten Dinge überhaupt. Und deswegen müssen wir damit anfangen. Und je älter sie werden, desto mehr kommen die Themen Gegenpressing, Konter natürlich mit dazu, weil sie auch wichtig sind. Mhm. Aber ich sage jetzt mal gerade, wenn du die konternde Mannschaft im Spiel bist, ja, weil der Gegner überlegen ist, dann wie viele Bälle spiele ich denn in die Tiefe hinein? Die sind relativ wenig. Aber die müssen mit absoluter Präzision kommen. Ja. Und wenn ich eben technisch nicht herausragend ausgebildet bin, dann kann ich den Ball auch nicht perfekt spielen. Oder dann kann ich auch den entscheidenden Pass, den Passweg gar nicht öffnen. Und den kann ich eben durch Finden eben öffnen, kann ich die Winkel verändern, die ich einspielen kann. Und dann ist das eben möglich. Also auch gerade fürs Konterspiel ist die Ausbildung extrem wichtig, dass sie technisch orientiert ist und dass sie sich an dem orientiert, was die Kinder zu dem Zeitpunkt am besten lernen. Und taktische Elemente wie Gegenpressing und sowas, das lerne ich halt in der C-Jugend, D-Jugend immer noch. Mhm. Aber wie man genau eine Schussfinte sauber macht, dass der Ball an der richtigen Stelle ist, lerne ich halt dann nicht mehr. Das ist dann zu spät. Mhm. Und dann kriege ich die Perfektion auch nicht mehr hin. Ja. Ja? Und deswegen brauchen wir alle Spielphasen und wir müssen die Trainer dahin bringen, eben alles auch umzusetzen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, was du sagst, es hakt dann an den Trainern. Die sind das entscheidende Element. Ja. Und die sind auch das Element, was hier eigentlich ja gar nicht vorkommt. Es wird viel an den Äußeren... Das muss ich korrigieren. Die Trainer sind nicht die Entscheidenden. Die Trainer sind Leute, die unterstehen den Anreizmechanismen. Mhm. Wenn ich sage, es wird belohnt, dass einer den ganzen Tag am Gelände ist und 70 Stunden arbeitet und dann steigt er auf, dann sind alle da und arbeiten 70 Stunden. Das heißt, denen die Schuld zu geben, ist total verkehrt. Mhm. Sondern wir müssen die Köpfe verändern. Wir müssen die Köpfe in den Bundesliga-Vereinen verändern, die entscheiden, ob ein Trainer Progress nach oben macht oder nicht. Das ist das Entscheidende und an welchen Kriterien das bewertet wird. Mhm. Und wenn wir diese Leute ändern, werden sich die Trainer anpassen, genauso wie sich die Spieler anpassen. Deswegen sagt man ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf, weil die müssen den Kopf ändern, dann ist der Rest kein Problem mehr, weil die Leute sich daran orientieren. Ja, also wir müssen oben die Maßstäbe ändern. Diese Leute müssen verstehen, dass sie was ändern müssen. Und wenn die das ändern, dann wird sich der Rest automatisch anpassen. Ja, sehr interessant. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank sehr für gerne. Deine Ausführungen. Vielleicht ein Schlusssatz.
Also hier der Abschluss ist im Prinzip das oberste Ziel des DFB ist die bessere Förderung der Spieler, dass die Talente besser ausgebildet werden und dann vermehrt den Sprung in die Bundesliga schaffen. Hast du einen Satz, wird das durch diese Reformen klappen oder nicht? Ich glaube so nicht, nur wenn wir diese Köpfe davon überzeugen, das auch so zu machen. Wenn die die richtigen Kriterien ansetzen, dann sind alle anderen Kriterien super. Die werden alle funktionieren. Deswegen haben wir sie ja bei uns auch. Ja. Ja? Ja. Aber das Entscheidende ist der Kopf. Und bei uns ist der Kopf eben klar und gibt alles vor. Deswegen ziehen alle nach. Und hier ist der Kopf nicht klar. Und den müssen sie zurechtdrücken. Und wenn sie das schaffen, dann sehe ich sehr positiv in die Zukunft. Alles klar. Vielen Dank. Das war mehr als ein Satz. Aber das kennt man ja bei dir. Genau. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sind auf Diskussionen gespannt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.